Herzlich willkommen zu einem kleinen Special heute bei der Frank GmbH. Das ist ein Kompostierungsbetrieb im Kraichtal. Und hier kommt auch Grünschnitt aus Karlsruhe an. Und wie das alles funktioniert, die Prozesse dahinter und was es der Natur bringt, das erfahrt ihr hier. Einer von unseren drei Söhnen, der ist auch Landwirtschaftsmeister. Mhm. Unser Ältester ist Landmaschinenmechanikermeister, mhm, der Heiko. Der Jochen ist der Landwirtschaftsmeister. Dann haben wir noch einen Tischler, der geht ins, mhm, Geschäft. Und einer muss Geld verdienen. Also, ne? Ich bin ja quasi groß geworden in der Landwirtschaft. Ja. Also mein Onkel hat einen großen Betrieb gehabt. Und dann waren wir immer als Kinder bei der Ernte, bei allem dabei. Das war von vorne bis das ganze Jahr. Ah, ja. Der ganze Jahreskreis. Deswegen habe ich auch ein bisschen ein Gefühl für, genau, Landwirtschaft. Das ist ja wichtig, dass man das sich erhält, wenn man es, mhm, kann. Ja. Und wir sind tatsächlich aktive Ackerbauern. Mit was beschäftigen wir uns in der GmbH? Ne? Dann ist das unter anderem der Wertstoffhof, mhm, wo die Leute ihre, sagen wir mal, vom Elektrokleingerät über kleine Menge Bauschutt und Metall und wie man jetzt hier auch sieht, noch der Bioabfall wird angenommen. Das ist ein Landkreis, mhm, ein Landkreisauftrag, runtergebrochen auf das Wirkungsgebiet der Stadt Kraichtal. Die Stadt Kraichtal ist die größte Flächengemeinde, mhm, des Landkreises Karlsruhe. Mhm. Und wir haben hier den Auftrag von der Stadt Kraichtal, den Wertstoffhof, mhm, zu betreiben. Und dann wird der Bioabfall abgeholt, mhm, und wird dann in dem Fall entweder in Sinsheim, in einer Vergärungsanlage, mhm, oder in Westheim, mhm, oder in Bad Rabenau, mhm, wird er verarbeitet. Einmal zu Bio, der Bioabfall wird dann in einer Biogasanlage, mhm, aufbearbeitet. Trockenvergärungsanlage oder nass? Das ist nass dann. Ja, Grünabfälle sollen wir bei uns nicht reinmachen. Das kann man bei Ihnen wahrscheinlich reinmachen. Ne? Kann man auch, aber da gibt es ja die Sammelstelle bei uns. Die Sammelstelle, jetzt. Okay. Und die ist ja über die ganze Fläche, mhm, gut auch verteilt und wird auch sehr gut angenommen, die Sammelsysteme. Mhm. Der Kreis Karlsruhe. Ihr seid ja die Stadt, ne? Genau. Die kreisfreie Stadt ist ja wichtig, genau, zu differenzieren. Wir haben natürlich auch, der Bürger kann auch einen Mülleimer sich bestellen. Mhm. Der ist allerdings kostenpflichtig. Ah, okay. Mhm. Für die Biotonne. Mhm. Und dieses Bringsystem, was ich jetzt gerade angesprochen, mhm, habe, ist für den Bürger kostenneutral. Mhm. Er bringt seine Bioabfälle in bestimmte Sammelpunkte, kann das da einwerfen. Mhm. Und die holen Sie dann auch ab für die Sammelpunkte? Nein, wir betreiben nur Sammelpunkte. Okay. Hier im Vorderer Kraichgau, und das zieht sich aber auch in die Rheinebene und so weiter. Wir haben einen massiven Humusmangel auf der Fläche, mhm, auf dem Ackerland. Und das ist jetzt nichts Neues, aber es verschärft sich mit dem Zusammenhang, dass die Viehhaltung hier aus der Region verschwindet. Mhm. Also Sie kennen fast in Ihrem Umfeld fast keiner mehr, der Milchvieh, Schweine oder sonst irgendwelche Nutztiere hält. Und das geht dann einher mit einem anderen Anbau mit der Feldfrüchte. Mhm. Wenn Sie zum Beispiel einen Stall voll Kühe hin und Rinder mascht oder Rinderzucht betreiben, dann haben Sie viel mehr Luzerne und Kleegras als Futterfläche. Mhm. Und die hinterlässt mit ihrem Anbau erstens mal viele Pflanzenreste auf dem Boden, mhm, also die Wurzeln und so weiter, mhm, und die Ernterückstände. Und sie fahren die Nährstoffe und den Humus im Kreislauf. Das heißt, der Mist kommt wieder, mhm, auf die Fläche oder die Gülle kommt wieder zurück. Mhm. Und sie fahren einen gewissen Kreislauf. Und die Energie ist klar von der Sonne runter. Aber der Humuswert bleibt zumindest stabil oder ist, mhm, sogar steigerungsfähig. Mhm. Und wenn Sie aber nur Ackerbau betreiben, in Anführungszeichen für die Ernährung der Bevölkerung, mhm, dann entziehen Sie mit jeder Ernte Nährstoffe, Humus, mhm, Organik. Mhm. Sie tun mehr Bodenbearbeitung, sie bauen andere Früchte an, mhm, die auch den Humus verschwinden lassen, der oxidiert. Also, mhm, es wird mineralisch dann, organisch, es wird mineralisch. Und der Humus ist weg irgendwann und da leidet die Bodenfruchtbarkeit, mhm, darunter. Ja. In diesem Kreislauf, mhm, spielt die Viehhaltung eine extrem große Rolle. Mhm. Und dieser Kreislauf ist aus verschiedensten Gründen unterbrochen worden. Und Sie schließen jetzt sozusagen den Kreislauf wieder mit den Stoffen, die Sie hier... Genau. Sie mich überzeugt, dass Ihr Ansatz, wir müssen in Kreisläufe denken, wir müssen langfristig denken. Das ist ja das Modewort Nachhaltigkeit. Ja. Das ist da genau richtig. Es geht darum, dass ein Prozess über lange Zeit oder eigentlich immer laufen kann, ohne dass er unterbrochen wird und die Natur kaputt gemacht wird. Ne? Und das ist jetzt offensichtlich unterbrochen durch diese fehlende Viehwirtschaft. Und Sie, genau, brauchen, gleichen das jetzt aus. Ja.
Ja, das ist so. Sehr gut. Und die Vorteilswirkung, die wird uns auch attestiert von vielen Betrieben. Mhm. Die sagen, Mensch, das ist ganz anders, nicht? Wenn wir jetzt mehrere Jahre Kompost einsetzen, mhm, hat sich unser ganzes Bodengefüge, wir können viel besser aufs Feld, wir haben weniger Probleme mit der Austrocknung, mit Erosion, mhm, und so weiter und so fort. Nur das verfügbare, für Pflanzen, mhm, verfügbare Wasser kann nur der Humus, mhm, speichern. Super. Es gibt noch Wasser im Boden, da kommt, mhm, die Pflanze nicht ran, mhm, weil sie durch Austauschprozesse, Totwasser nennt sich das, mhm, da ist Wasser am Boden, aber die Pflanze kann es nicht aufnehmen. Mhm. Von dem reden wir jetzt nicht, wir reden, okay, von dem, ja, pflanzenverfügbaren, mhm, Wasser. Also ich will nicht nur die Nährstoffe im Kompost, sondern ich will diese Humuswirkung. Und diese Humuswirkung erscheint mir in vielen Fachgesprächen oder in vielen Auseinandersetzungen oder Diskussionen zu kurz, mhm, gekommen. Die Natur zeigt uns, das geht so nicht. Wir brauchen, genau, Humus. Der Hintergrund ist die Sinnhaftigkeit des Tuns. Mhm. Ne? Nicht nur das Streben nach Geld und nach zusätzlichem Einkommen, sondern was treibt uns denn an? Mhm. Sie müssen Infrastruktur vorhalten. Mhm. Ja. Das muss bequem sein für den Bürger, mhm, und nachvollziehbar. Und wir haben in der Gütegemeinschaft Kompost immer festgestellt, der Bürger weiß oftmals nicht, warum bringt das denn hierher. Und aber es wird kontrolliert. Mhm. Und es wird kontrolliert in der Form, dass wir präsent sind. Wir sind da, gucken und dann, mhm, hat man sauberen Input und kann dann in diesem Zusammenhang sauberer Humus produzieren. Mhm. Wir trennen nicht zwischen holzigem und krautigem Material. Also wenn hier jemand einen Rasenschnitt hat oder einen holziger Grünschnitt, dann kommt es auf einen Berg. Mhm. Weil unsere Zielsetzung ist, Humus zu produzieren, Kompost. Mhm. Und der Kompost braucht ein ausgeglichenes Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis. Also es macht schon Sinn. Damit sie das aber können, brauchen sie eine befestigte Fläche und dieses Abwasser darf nicht unkontrolliert irgendwo, mhm, hin. Also sie brauchen auch eine Abwasserlösung für die Fläche, weil es könnte ja Nährstoffe ausgeschwemmt werden. Mhm. So. Dann geht es von hier den Weg über den Betrieb, im unteren Bereich in dem Fall, ist räumlich auch getrennt, wird gleich gehäckselt. Dahin sehen Sie dann Nahwärme, eine Zackschnitzelheizung, das ist die Holzkiste. Da gucken doch Hackschnitzel aber raus. Plötzlich mal eine kurze Frage, was kostet ein Reifen, wenn Sie denn, da brauche ich das sicher mal einen Ersatzreifen, oder? Ja, wobei sie sich einen relativ kleinen ausgesucht haben. Gell? Ja, okay. Ich glaube, so ein Satz Reif kostet mittlerweile 10.000 Euro, wenn ich es richtig sehe, die Vierer. Was kostet das Gerät hier? 100.000? Neu, oder? Das langt nicht. Langt nicht? Mm. 200.000? Langt auch nicht. Ehrlich? Nein. Ach, der kostet schon ein bisschen mehr. Ja. Ja. Wir haben ganz vorne in einem Radlader ein Material, das jetzt frisch angeliefert wurde. Dann wird es gehäckselt, das sieht man da an dem helleren, mhm, Material. Dann wird es aufgesetzt in einer Trapezmine. Ist das Gas jetzt, was da rausdampft? Wasserdampf. Das ist Wasserdampf. Ja, 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 ja. Okay, nichts weiter. Nein. Mhm. Das ist auch da, wenn Sie über das Hauptwerk schauen, da sehen Sie den Wasserdampf. Mhm. Also da kommt jetzt kein Methan oder irgendwelche Gase raus. Ne? Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Ich müsste immer wieder umsetzen, das Ganze. Ja. Ja. Also wir häckseln hier und dann wird Material aufgesetzt. Und wenn die Menge, sagen wir mal, erfüllt ist und das Hauptwerk groß genug ist, dann kommt nichts mehr dazu. Das heißt, diese Mine wird geschlossen. Mhm. Und von dem Tag an, wo sie geschlossen wird, wird Temperatur untersucht. Und dann muss das über 55 Grad sich selber erwärmen. Also es wird, mhm, kontrolliert. Das macht es von, mhm, sich aus, wenn die Zusammensetzung stimmt. Und es wird untersucht und kontrolliert über diese Messlanze, wo da drin steckt. Und ziehen wir mal raus. Da hat es jetzt auch noch 80 Grad drin, sehen Sie. Mhm. Und bei 100 wird es gefährlich. Dann müssen wir... Können Sie Ihr Haus fast schon mit heizen, ne? Ja, aber Sie brauchen natürlich auch Infrastruktur und die Abnahme. Ne? Und wenn dieses Hauptwerk eine gewisse Dimension hat, kommt nichts Frisches dazu. Es wird die Temperatur überprüft, es wird die Hygienisierung überprüft. Nach 21 Tagen wandert das Material ins nächste Hauptwerk. Man sieht ja vom Datum her, das ist am 15.8. ist das gehäckselt worden. Und dann ist es am 6.9. umgesetzt worden. Aha. Und jetzt noch einmal hinter sind die kleinere Zahl, ist abgesiebt worden am 27. 40 mm. Und da sprechen wir von einem Frischkompost. Mhm. Und dieser Frischkompost mit seiner 40 mm Körnung, also da hat es ein grobes, mhm,
Material dabei. Das geht auch an Landwirtschaft. Das geht aus dem Feld raus. Auf der Acker. Mhm, auf der Acker. Ja, und aber genau diese Gruppenteile da, die sind wünschenswert. Die halten möglichst Bodenleben aktiv und machen auch bestimmte Struktur an der Boden und werden auch langsam weiter abgebaut. Und genau diesen Effekt der Bodenverbesserung und des Erosionsschutzes, den will man da von diesem Material. Und wenn sich das Material nochmal erwärmt, dann redet man von einem Frischkompost. Dann ist es noch nicht fertig. Mhm. Und wenn es aber, der Fertigkompost hat auch noch eine bestimmte Temperatur, aber vielleicht 20, 30 Grad, mehr geht er nicht mehr hoch. Und wenn der kühl bleibt bei der idealen Voraussetzung des Verrottens, dann ist er fertig. Dann nehmen Sie sich extra Zeit mal, um sich zurückzuzählen, über das Ganze nachzudenken und wir können das machen und wir können jenes machen. Oder ist das alles so im Geschäft integriert? Vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Steckenpferd von mir. Ich fahre dann gerne Schlepper oder Radlader. Da wäre ich kreativ dann. Wir bezeichnen den Bereich gerne unsere Ladentheke, im Gegensatz zu der Wurstküche, wo wir gerade hergekommen sind. Der Gatterabfall wird hier bei uns der Bevölkerung angeboten, dass es Material bringen bis zu 5 Kubikmeter pro Anlieferung. Mhm. Das wird auch genutzt hier im ländlichen Bereich, hat es doch relativ viel große Gärten und fällt viel Material an und es wird genutzt. Was sagen wir mal, den Kunden sehr anspricht, dass das in Kombination ist mit dem Wertstoffhof, aber die Bevölkerung kann den Wertstoffhof hier in Kraichtal bei uns nutzen und kann gleichzeitig auch noch von uns hergestellter Rindenmulch oder den Kompost, der aus diesem Material dann hergestellt wird, der hin an der Boxe drin liegt, oder ein Fallschutz für Spielgeräte, unter die Spielgeräte als Fallschutz von der Person, wo die nutzen natürlich. Aber jetzt machen wir das, glaube ich, schon 20 Jahre, dass wir hier die Glasierrinde verarbeiten zu Rindenmulch. Und der Endverbraucher kriegt das hier aufgeladen und vermarktet. Also als Abdeckmaterial für Gartenfläche. Mhm. Und hier haben wir einen Hackschnitzel. Als unter die Spielgeräte kommt der. Er erfüllt eine DIN-Norm, als Fallschutz-DIN-Norm. Hier sehe ich so ein rotes Material. Was ist denn das? Wenn es ein Tennisspieler würde, würde es wieder erkennen, das ist der Sand von den Tennisplätzen. Und Erdemischungen und solche Dinge wären bei uns angeboten, bis hin, damit die Ware auch ohne Anhänger transportiert werden kann, wird sie bei uns in den Sack gefüllt mit einer eigenen Anlage. Und also jeder kann eigentlich kommen, nicht nur der Großabnehmer, sondern auch der kleine Gartenbesitzer, der irgendwie ein bisschen Erde braucht. Ein Großteil des Materials wird hier nicht vermarktet an den Endverbraucher, sondern geht in die Landwirtschaft. Also wir verarbeiten hier 15.000 Tonnen pflanzliche Abfälle über die Kompostierung, und aber davon gehen 80-90% in die Landwirtschaft rein. Und da hat man einen riesen Bedarf an Kompost, der momentan auch gar nicht über die Produktion, allgemeine Produktion von dem Material zu decken ist. Das hängt erstens mal mit dieser Erkenntnis zusammen, dass wir Humusmangel haben. Dann hängt es natürlich auch mit zusammen, dass wir jetzt mittlerweile Klimaveränderung haben, Wetterveränderung, viel trockener, viel wärmer und so weiter. Wir haben starke Niederschläge, Erosionsgefahren bei uns im Kraichgau durch die hügelige Landschaft. Und dort kann der Humus und der Kompost dann als Humus bildend Schlüsselfunktionen ausüben und eine Lösung bieten.